Das 80. Hahnenkammrennen steht kurz bevor. Mit der Hahnenkammbahn geht's für uns hinauf zum Startgebiet, um dort dem Kitzbüheler Skiclub einen Besuch abzustatten. Oben angekommen werden wir vom Hüttenwart persönlich empfangen. Herzlich willkommen, ich bin der Feg Peter, bin hier der Hüttenwart. Und ich sage immer, es ist die höchste Position im Skiclub, weil ich bin hier auf 1665 Meter. Hier im Startbereich habe ich das Sagen, sowohl beim Hahnenkammrennen als auch im Sommer, weil wir vom Skiclub ja diese Hütte auch für unsere eigenen Veranstaltungen nutzen. Die Energy Station, das ist also der Bereich, wo sich die Rennfahrer vor dem Rennen vorbereiten können. Da ist im unteren Stock eine Labestation und im ersten Stock ist ein richtiges Fitnesscenter. Vor dem Rennen auf andere Gedanken kommen, heißt hier die Devise. Egal ob trainierend am Ergometer samt bester Aussicht oder beim Tischfußball. Hier den Zutritt, den kann man sich nicht erkaufen, sondern muss man Rennläufer sein. Quasi exklusiv nur für die mutigen Athleten. Das gibt's nur in Kitzbühel, das gibt's bei keinem anderen Weltcup-Veranstalter oder Weltmeisterschaft Olympischen Spielen. Also das ist schon einzigartig hier. Und nach dieser Ruhe vor dem Sturm führt der Weg in das weltbekannte Starthaus der Streif. Hier kann man wirklich das Adrenalin riechen, wenn man hier drinnen ist. Wenn einmal der Rennläufer hier reingeht, dann gibt es nur mehr einen Ausgang und der geht in Richtung Streif. Und die Streif, ja, die wird mit Hochdruck präpariert. 150 bis 200 Mitarbeiter des KSC sind am Berg tätig, unterstützt vom österreichischen Bundesheer. Das Bundesheer ist in der Rennwoche mit 100 Mann vor Ort, unterstützen unsere Mannschaften, gerade dann, wenn es das heißt, den Schnee aus der Rennstrecke rauszuschaufeln, wenn es viel geschneit hat, da sind wir sehr dankbar für diese Unterstützung. Nicht nur über Heeresbewegungen am Hahnenkamm weiß Jan überall Bescheid, der KSC-Generalsekretär nimmt sich auch die Zeit, uns die Streif vor Ort zu erklären. Wir sind nicht die schnellste Abfahrt, wir sind nicht die längste Abfahrt, wir sind aber sicherlich eine der schwersten Abfahrten. Und das ist einfach der Berg, der Hahnenkamm, wie er ist. Das Gelände kann man nicht bauen künstlich. Was das Besondere an der Rennstrecke ist, dass es vom Start gleich extrem schnell weggeht. Man beschleunigt von 0 auf 100 in kürzester Zeit und hat dann gleich als erste Schlüsselstelle die Mausefalle, wo man wirklich einmal sehr viel Überwindung braucht. Also wir stehen jetzt da oben auf der Mausefalle und was den Mut anbelangt, ist das sicher eine von diesen Stellen, wo man den ganzen Mut zusammennehmen muss. Man springt da quasi blind in die Mausefalle hinein, Sprung von bis zu 60 Metern. Bevor man dann bei der Mausefalle überhaupt einmal Zeit zum Verschnaufen hat, ist schon die Mausefalle-Kompression. Da muss man wirklich schauen, dass ein Athlet nicht unten reindrückt. Und dann geht es raus eben Richtung Karussellkurve, wo die Athleten wirklich von über 100 km/h auf die Hälfte runterbremsen. Und das ist für mich so beachtlich, das ist ein Wahnsinn. Ebenso beachtlich die Leistungen des KSC. Neben der Streckenpflege muss auch für die Sicherheit gesorgt werden. Beispielsweise mit einem kilometerlangen Netz aus Fangzäunen. Dieser B-Zaun ist dazu da, dass er die Energie über eine größtmögliche Strecke quasi abfedert. Das heißt, die B-Zäune werden in einem Abstand von 1,5 bis 2 Meter quasi gesetzt und ist so konzipiert, dass wenn ein Athlet mit sehr hoher Geschwindigkeit da in so einen Zaun stürzt, dass sich der aus dem Boden löst und somit die Energie langsam über eine große Distanz quasi abbaut. Aber auch andere Sicherheitsvorkehrungen sind vonnöten. Da sieht man gerade, wie unsere Sicherheitsmannschaft eine Luftmatte installiert. Diese Luftmatten sind vorwiegend im Ziel im Einsatz und eben zur Absicherung von Fernsehtürmen, um eben harte Hindernisse, die was unmittelbar in der Rennstrecke sich befinden, quasi abzusichern. Überall auf der Streif, also höchste Sicherheit für Rennfahrer und Zuschauer. Also das Besondere bei uns auf der Rennstrecke Streif, das ist, dass ja der Zuschauer relativ viel von der Rennstrecke dann live auch sieht. Und zwar ab der Hausbergkante. Der Rennfahrer, man muss sich das so vorstellen, der kommt da her, ist eigentlich 1,5 Minuten schon unterwegs. Und dann kommt er zu dieser Kante und springt nochmal ins Leere. Und man hat einen 40-Meter-Satz, bevor es dann unten über die Kompression mit einem Linksprung in die Hausbergquerfahrt geht. Wo es wirklich ein Kampf ist, dass er ja oben bleibt, dass er ja die Linie erhält, dass er den letzten Sprung mitnimmt, bis es dann ein Zielschuss runtergeht ins Ziel. Streckenrekord ist bei 1,51 und derzeit pendelt sich die Zeit so bei 1,53 ungefähr ein.
Nach diesem spannenden Besuch auf der Streif freuen wir uns natürlich noch mehr auf das bevorstehende 80. Hahnenkammrennen und sind gespannt, ob dieses Jahr vielleicht der Streckenrekord gebrochen werden kann.